Steinbock, herzlich willkommen zu deiner Liebes-Lego. Steinbock, egal in welcher Frequenz du gerade schwimmst, okay, wir schauen mal, was geht ab. Wow, hier wird von Steinbock erwartet, auch von diesem Herzensmenschen von Steinbock, falls du hast, okay, fair zu spielen, ehrlich zu sein, okay, dich nicht als Tuppes verkaufen zu lassen oder als Tuppeline, okay, nur weil du an irgendjemanden haftest oder klammerst, nein. Gewinne die Kontrolle zurück, gewinne die Liebe zurück zu dir selber, gewinne deine Freiheit zurück, damit sich hier die Wege öffnen. Eine Ex-Partnerschaft, eine Person, die in deinem Leben seit längerem ist, okay, kann dir Kopfzerbrechen bereiten. Lass diesen Otto endlich los, lass diese Frau endlich los, Steinbock. Öffne dir die Wege für dich selber. Es darf ein Gespräch von Herz zu Herz geführt werden. Mit einer Ex-Energie, mit einer aktuellen Energie, mit einer zukünftigen Energie. Und nur wenn man aus dem Herzen heraus ehrlich ist und auch die Ehrlichkeit von diesen zukünftigen Menschen oder aktuellen Menschen wirklich herausprovoziert, kann sich was ändern. Geh mehr unter Menschen, geh mehr unter Freunde. Es kann sein, dass du eine neue Liebesenergie finden wirst in den nächsten 14 Tagen bis 3 Wochen, wenn du auch mehr die Frequenz öffnest, nicht in eine Partnerschaft zu gehen, sondern erstmal jemanden kennenzulernen, erstmal Spaß zu haben, warum auch nicht Sexualkontakt zu haben, ja, zu flirten. Gehe mehr raus, amüsiere dich mehr, lasse diese Schwere endlich los, damit das Glück zu dir finden wird. Und dann wirst du auch wirklich Klarheit haben, glücklich sein und deine Frequenzen ändern. Schreib mich an, Liebesrituale, Blockadenlösungen, Finanzen, Beruf, Familie, was auch immer, Notfalllegungen, Therapien, normale Legungen, nicht verzagen, Alena fragen. Ich habe immer die richtige Antwort und gerade im Monat Februar hunderte von Angeboten, ja, gerade in diesen Bereichen, die du brauchst. Schreib mich an und ich helfe dir gerne. Steinbock, von mir aus alles Liebe und wir hören uns.